Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Super Lucky Tales. Und wir gehen heute zu Tess und versuchen sie aus dieser Welt zu verscheuchen für immer. Dazu müssen wir zuerst das Bannsiegel brechen. Easy. Und nochmal mit unserem kleinen Kumpel reden. Craig. Also, ich habe gute und schlechte Nachrichten. Die gute Nachrichten, ich habe die Operationsbasis von Tess am See gefunden. Hurra! Die schlechte Nachricht, sie scheint es wirklich darüber zu ärgern, dass wir uns an ihren Maschinen zu schaffen gemacht haben. Sie hat da draußen etwas Großes gebaut. Lacht sich ins Fäustchen. What? Was macht die? Okay, wir gucken uns kurz nochmal um. Beim letzten Mal waren hier auch Sachen versteckt. Die möchte ich natürlich nicht missen. So, gucken wir nochmal kurz. Ein bisschen Kohle brauchen wir ja doch. So, okay. Das ist fein. So, und können wir Tess Sachen sehen? Nee, können wir, glaube ich, nicht sehen. What the fuck ist das für eine Frucht, Alter? Oder Gemüse? Das ist ein Kürbis. Vielleicht. Naja. Okay, dann ab zu Tess. Oh mein Gott, hoffentlich gehen wir nicht zu oft drauf. Jinx ist ein wirklich mächtiger Zauberer. Er kann sogar Dinge unsichtbar machen. Er hat andere Wächter früher immer Streiche gespielt und ihre Münzen und anderes Zeugs verschwinden lassen. Wir können sprechen. Also so richtig. What? What the heck? Angst? Du bist wirklich ein hartnäckiger Nervtöter. Ich muss zugeben, dass deine Fähigkeiten meinen Prognosemodellen zu trotzen überraschend ist. Aber du hast mir lange genug Sand ins Getriebe gestreut. Erlaube mir, dir meine neue Erfindung zu präsentieren. Petunia! Gemeinsam werden wir dir dieses ständige Grinsen aus dem Gesicht wischen und dir jede einzelne Seite wegnehmen, die du bisher gesammelt hast. Mach dich bereit, du lästige Aberration. Gutes Gespräch! Oh shit, okay. What the heck is happening? Ah, okay. Oh. Okay. Gegen die Laserstrahlen können wir gar nichts machen. Good to know. Es gibt Dutzende Kapitel im Buch der Zeitalter. Wir wissen nicht, wer sie verfasst hat, aber es ist deine Aufgabe, sicherzustellen, dass diese Geschichten... Hallo? Okay. Ich würde schon mal sagen, das ist ein besserer Try als beim ersten Mal. Ich weiß nicht ganz, was passiert. Aber ja gut. Wir... Hallo? What is happening? Okay. Ein Haufen Bienchen. Oh, ich hasse diese Bienen. Die sind super nervig. Oh mein Gott. Okay. Oh shit. Alter, wir hatten gerade so mega Luck. Hallo? Oh, oh shit, oh shit, oh shit. Wie können wir uns vor diesen... Wie können wir den Laser überleben? Hey, wusstest du, dass die Wächter überall nach Seiten gesucht haben? Sie sind etwas total Besonderes. Sammeln so viel du kannst, dann passieren sicher tolle Dinge. Okay, dann versuchen wir es nochmal.
Oh mein Gott. Das wäre gerade fast in die Hose gegangen, aber okay. So. Was kommt als nächster? Ach ja, Bienchen. So. So. Und das haben wir auch. Okay. Halt. Eine Lupe-Tick. Okay. Oh, jemini. Ja, das war knapp. Das war sehr knapp. Ich bin so schlecht darin. Ich muss ruhig bleiben. Dort müssen wir auf jeden Fall hin. Hallo! Okay. Dann halt den. Okay, hui. Was jetzt? Okay, er kriegt wieder Schaden. Weiter geht's. Neue Gegner. Ich hasse diese Bienen so sehr. Ich kann es euch gar nicht sagen. Bitte. Und jetzt kommt wieder bestimmt so eine Tech. Oh, shit, Alter. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. So. Ja, das ist ja noch eh okay, ehrlich gesagt. Feuer finde ich nicht so schlimm wie Laser. Oh mein Gott. Oh, jetzt geht's weiter mit Tess. Ach so, ist es aus. Gut gemacht, Junge. Unser kleines, verschlafenes Dorf könnte mehr Freunde von deinem Schlag gebrauchen. Weißt du, Tess mag zwar verrückt sein, als ein Hornissennest in einer gut geölten Zentrifuge, aber ihr Willen, hier für ein wenig Innovation zu sorgen, ist nicht bloß schlecht. Vielleicht sollten wir das Dorf ein wenig auf den neuesten Stand bringen, wenn diese Portale in die anderen Welten wieder offen sind. Übrigens, hast du schon meine neue Frau, Hilfs-Sheriff Jolene, kennengelernt? Ich dachte, ich könnte einen neuen Partner gebrauchen, weil du weiterziehen wirst, nachdem ich dir diese Kleblerzeite hier gegeben habe. Nochmals vielen Dank und komm jederzeit wieder, hörst du? Ja. Okay, wir haben das gerickt. Der Kampf war ja. Der war okay. Für mich stellt sich die Frage, sind das der Fuchs wir oder sind es nicht wir? Weil ich meine, wir haben die anderen Typen ja auch noch nicht kennengelernt, diesen Roboter und dieses blaue Vieh. Aber keine Ahnung. Oh, kommen wir jetzt einfach weiter in eine neue Welt? Oh. Oh, was ist das denn für ein cutes Vieh? Oh, what? Oh, das ist bestimmt die fette Katze, von der wir schon gehört haben. Die so knuddelig wie ein Marshmallow aussieht. Led Fluffenstein und was? Oh, das ist traurig. Buttons. Entsprechend der Regelung lautet Myotropolis-Abkommen bezüglich Seitenbesitz erkläre ich General Buttons Restful Retreat Formel den Krieg und beanspruche alle Seiten innerhalb dieses Landes. Und du, Fuchs, bist du ein neutraler Botschafter im Auftrag der Yeti, um uns die bedingungslose Kapitulation zu übermitteln? Nein, dann bereite dich auf den Krieg vor. Leutnant Fluffenstuff und ich werde kein Erbarmen haben. Genießt die Freiheit, solange sie noch währt. Guten Tag, Sir. Ein Leutnant, okay. Unser Postfreund. Hey, Lucky, sei vorsichtig. Das hier ist die Schulterwurfschlucht, okay. Heimat der wildesten Kreaturen des Universums. Den Ringer-Yetis.
Oh. Zumindest waren sie es. Heutzutage nennt man sie Restful, oh mein Gott, Retreat. Die Jedis haben ihre gewaltsamen Tage hinter sich gelassen und wollen nun in Frieden leben. Zu schade, dass wir General Buttons und Leutnant Fluffenstuff nicht dazu bewegen können, es ihnen gleich zu tun. Ich bin der Champion, 6-maliger Jedi Jedi Wrestling Liga Champion und Geistführer der Restful Retreat. Es ist wahr, dass wir früher ein Land der Krieger waren. Doch dieser Zorn hat sich als ungesund herausgestellt. Wir haben das Kämpfen für etwas aufgegeben, das uns sogar noch stärker machen wird. Seelenfrieden. Ich bin hier, um unsere Gäste bei ihrem ersten Schritt zur Selbstfindung zu unterstützen. Möchtest du an unserem Frieden teilhaben, dann musst du ihn erst verdienen. Bist du bereit? Na los, Bruder. Restful Retreat, okay. Um ehrlich zu sein, diese Jedis machen mir ein wenig Angst. Ich weiß, man sollte die Leute nicht nach ihrem Äußeren beurteilen, aber im Ernst, die Typen können mich mit dem kleinen Finger zu Staub machen. Okay, ja, dem vertraue ich jetzt mal. Und wir sind in einer neuen Welt. Mega cool. Gedankliches Leitermatch. Oh mein Gott, das klingt furchtbar. Aber wir können zu Giovanni. Hey Lucky, ich habe ein paar neue Kostüme für dich. Komm und sieh dir an, was ich auf Lager habe. Jo, das werden wir auf jeden Fall machen, denn wir haben nicht... Was? Wuff, wuff. Au. Okay, der Hund redet auch immer was anderes. Wir haben, glaube ich, nicht genug, aber wir können mal kurz gucken. Manchmal braucht es einfach eine Veränderung, um den Verstand zu bereinigen. Wie wäre es mit einem neuen Look? Ja, gucken wir mal. Was gibt's? Ein Indianer-Outfit. Cool. Sehr cool. Ja, ich würde es schon gerne kaufen, aber wir haben nicht genug Geld. Naja. Dann müssen wir wohl noch ein bisschen warten. Was geht bei dir ab? Weiser Yeti. Willkommen im Restful Retreat, Bruder. Du betrittst den quadratischen Ring des Lebens. Okay. Hier ist noch ein Special Level. Oh, nee, ich wollte nicht mit dir. Ich wollte eigentlich nur hier raus. Haben wir noch, wie viel Zeit haben wir noch? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Sollen wir vielleicht ein extra Level noch machen? Mann, ich liebe es, Sachen zu sammeln. Petey sagt, ich wäre ein Komplettist. Ich finde es einfach sehr befriedigend, alles von einem Set zu haben. Oh, unser Kumpel ist wieder da. Hey, yo, Lucky. Unter uns gesagt, meine Entwurfsfähigkeiten sind etwas eingerostet. Ich dachte, ich könnte meine Kreativität wieder in Schwung bringen, indem ich ein paar neue Rätsel erstelle. Versuch dich mal daran und sag mir, was du davon hältst. Okay, oh cool, wir haben wieder diese Rätsel. Ich bin konfus, ehrlich gesagt, weil ich noch nicht weiß, was ich hier tue. Wartet mal. Wo muss ich den platzieren, damit wir hier eigentlich? Oder? Wartet. So. Das Problem ist jetzt nur... Achso, ist kein Problem mehr. So können wir das Problem ganz leicht lösen. Hier und dann einen noch nach unten. Dann haben wir das auch erledigt. Ja, mega nice. Mal wieder was anderes. Was hat unser Kumpel zu sagen? Hey, badabum! Siehst du? Kein Problem. Du bist eine Quelle der Inspiration, Junge. Noch ein paar von denen und ich habe genug Selbstvertrauen, um mich an den Wiederaufbau von Sky Castle zu wagen. Da hast du noch nicht begonnen. Du hast gesagt, du gehst das schon an. Ich dachte, wir können jetzt nach Sky Castle zurück und sind ready in der ganz neuen City.
So, dann haben wir das Level wohl auch abgeschlossen. Dann gucken wir mal ein bisschen weiter. Was gibt's denn noch hier Schönes? Außer halt ganz normale Level. Hier ist noch ein extra Level und noch ein Typ. Gütiger Yeti, du suchst nach einer Bestimmung. Steig mit dem Champion in den Ring, Bruder. Er wird dir den Kopf zurechtrücken. Okay, und mit dem Süßen. Jugendlicher Yeti, du bist, was du isst, Bruder. Deshalb nennt man mich Alfredo. Okay, ich weiß zwar nicht, was das Gericht Alfredo ist, aber ist okay. Wir haben hier zwei Special Levels, also zwei extra Level. Sollen wir da vielleicht mal reingucken? Gucken wir noch in eins. Kommt ganz schnell. Gucken wir noch in eins. Ja, noch ein Level. Die Gewerkschaft verlangt mir mit dem ganzen Papierkram alles ab. Gehaltsabrechnung, Versicherungsformulare und Urheberrechte aus irgendeinem Grund. Und uns gesagt, es ist eine gewisse Herausforderung. Wie? Du magst Herausforderungen? Na, dir kann geholfen werden, Bruder. Warum sagt er jetzt auch Bruder zu uns? Okay, I guess. Ich würde einfach mal den hier rüberschmeißen, weil das können wir jetzt eh nicht aufhalten. Dann den hier runterschmeißen. So, aber wie können wir das jetzt machen? Das wird schwierig. Weil das kriegen wir jetzt nicht auf die Reihe. Das wäre nicht gut. Wir müssen hier nochmal zurück. Wir müssen hier runter. Hier rüber. Dann das hier rüberschmeißen. So. Dann haben wir schon mal einen geregelt. Achso. Ja, ist ja egal eigentlich, oder? Wenn wir den hier reinschmeißen, kriegen wir den auf jeden Fall hier rein. Nee, das bringt nichts. Das funktioniert wieder nicht. Das ist ein Problem. Weil dann sind wir hier, können hier hin, aber kommen hier hin. Ja, aber das sollte trotzdem. Vielleicht funktioniert das trotzdem. So, gucken wir mal. Blub, 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 blub. Du gehst hier hoch. Der geht hier raus. Ah, shit. Wartet mal. Wie hätten wir das aufhalten können? Dass der wieder hier reingeht. Ah, das ist nicht gut. Jetzt stehen wir genau verkehrt. Wir müssen die auseinandertauschen. Aber wie kriegen wir denn das jetzt hin? Okay, dann versuchen wir wohl das. So. So. Ey, ich bin confused, Leute. Langsam bin ich echt. Oh, ach ja. Die Rätsel werden schwieriger, auf jeden Fall. Na! Ach, das war ein Fehler. So. Und hoch. Und rüber. Oh, oh mein Gott, was mache ich für einen Scheiß? So, und rüber. Jo, soll ich mal hier reinspringen? Ist hier irgendwas versteckt? Wahrscheinlich nicht. Reden wir wieder mit unserem Freund. Flint. Ich habe, glaube ich, noch nie seinen Namen gelesen. Ich wusste, dass du es schaffst. Ich habe nur Spaß gemacht, mein Junge. Mein Lieblingstipp. Du bist der Beste. Ja, das ist ein Tipp. Denk daran, dass du mein bester Freund bist. Oh mein Gott. Greg ist schon ein bisschen anhänglich. Aber ja gut, was sollen wir machen? Ist halt Greg. Wir arbeiten schon immer alles mit den extra Leveln irgendwie auf. So, gucken wir mal. Hier wäre jetzt noch... Können wir das kaputt machen? Okay, nein. Hi, oh, ah, hi, ha. Hier wäre noch ein extra Level. Sollen wir noch ein extra Level machen? Ach komm, machen wir noch ein Level. Komm, ganz schnell.
Als du noch jung warst, war dein Papst Liam der beste Kumpel von Jinx, bevor er den Wächterorden betrogen hat. Ich hoffe... Was? Scheiße, ich konnte es jetzt nicht lesen. Es hat mich so verwirrt. Ich werde Sky Castle größer und schöner machen als je zuvor. Aber hilf mir zuerst ein wenig und finde die Lösung zu diesem Rätsel. Ich muss wissen, ob ich es noch drauf habe. Okay. Was genau machen wir hier? Also wir haben nur ein Dings. Das heißt, dass wir können das ja eh mal nur in eine Richtung kloppen. Mehr Wahl haben wir ja noch nicht. Dann könnten wir das hier runterschmeißen. Dann können wir das hier rüberschmeißen. Und könnten das hier nachschmeißen. Dann könnten wir hier hoch. Könnten das hier rausgeben. Nee, das hätten wir... Doch, das irgendwie... Nee, das funktioniert nicht. Ah, das ist schlicht. Aber gucken wir mal. Ob wir irgendwie vorankommen. So, das wäre schon mal gut. Dann muss noch der hier raus. Und geht auch hier runter auf jeden Fall. Ah, das Problem ist der hier. Das ist ein Problem. Ah, doch, ist kein Problem. Wir kriegen es hin. Sehr gut. Flint ist bestimmt stolz auf uns. Du bist ein schlauer Fuchslacke. Ja, haha. Und noch eine Seite für uns. Die Seiten kommen mir ein bisschen geschenkt vor. Jetzt hätten wir nicht wirklich was dafür getan. Aber okay. Ich wollte immer schon in einen Wasserpark. Dort soll es viele Rutschen geben. Du kannst übrigens harte Oberflächen hinabrutschen, indem du die ZR-Taste drückst. Ja, das wissen wir schon. Haben wir schon gelernt. Und noch ein Level abgeschlossen. Aber ich würde sagen, das war's für heute. Und wir sehen uns morgen in der nächsten Folge, wenn wir dann ein paar... hier ist eine Leiter, die dürfen wir nicht vergessen. Wenn wir dann in das erste richtige Level hier gehen. Also... da drüben geht's auch noch weiter. Also bis dahin. Ciao.